sehr dreck. Wie selbst? Ah, wie eklig. Das ist Rind- und Sardellenhundefutter. Durchzogen mit einem super Popanzserum. Ja, okay, aber gib ihm das jetzt mal, bis er dieses Hauses. Hey Klunk, hast du Hunger? Ich habe immer Hunger. Hast du was zu essen? Vielleicht. Was denn? Das ist Spezialität des Hauses. Lecker. Davon würde ich gern was haben. Bitte sehr. Ist alles in Ordnung? Ja, ich fühle mich etwas seltsam. Ja, das sind wahrscheinlich die Sardellen. Naja, jetzt hat er das zumindest gegessen. Wie fühlst du dich, Klonk? Ich fühle mich etwas schwindelig. Du fühlst dich wohl besonders stark, was? Ich weiß, dass ich stark bin. Ich hatte Dr. Eisensteins Supersoldatenbehandlung. Und jetzt bin ich doppelt so stark. Ich glaube wirklich, dass du der letzte Schwächling bist. Weißt du was? Du gehst mir allmählich richtig auf die Nerven. Was willst du deswegen unternehmen? Ich beende das ein für alle Mal. Du hast noch eine Chance, mich zu schlagen. Und dann kicke ich dich hier raus. Mach's mir nicht so schwer. Bumm. Wer lacht jetzt? K.O. Ist er K.O. Er ist bewusstlos. Ja, voll erwischt. Haha, jetzt kommen wir da rein. So. Was haben wir denn hier? Diese Karte. Auf dieser Karte ist Flodas Standort im Amazonas-Dschungel eingezeichnet. Floda? Der ist auch Fleda. Prüfe Gemälde. Ich glaube, der Typ hat ein ziemliches Selbstbewusstseinsproblem. Jupp, sieht fast so aus. Mach mal einen Schreibblock, haben wir da. Ah, da hat sich was durchgedrückt auf dem Block. Ah, mal mitnehmen? Lieber nicht. Jemand könnte merken, dass es fehlt. Okay. Du bist Schreibtisch? Das ist ein Mahagoni-Schreibtisch. Die müssen ja tierisch Knete haben. Öffne den mal. Geht nicht auf. Geht nicht auf? Okay. Das ist aber doch nicht so gut. Okay. So, was haben wir jetzt noch hier zu tun? Wir wollen Schlüssel, wo kriegen wir den denn her? Den Schlüssel. Den Schlüssel. So, was war hier noch? War hier noch irgendwas? Ja, nur Notizen, ne? Man kann auch irgendwas. Irgendwas muss doch hier sein. War nur die Wandkarte und auch das Buch. Ja, gut, das Buch haben wir. Mal öffnen? Geht nicht auf. Das geht nicht. Ach, das Wörterbuch im Übrigen. Ja, ja. Das andere wollte ich haben. Öffne Buch. Das ist die große Flucht. Die Seiten scheinen aneinander zu kleben. Die kleben aneinander. Brauchen wir noch Lösungsmittel oder sowas, ja? Okay, dann gehen wir mal hier raus. Ja, gehen wir mal wirklich mal raus. Gucken wir mal woanders hin. So, geht's Aufzug. Ah, gut. So, haben wir ihn hier. Benutze Lichthalter. Das Dunkel hier. Ja, irgendwas hat das auch damit noch zu tun, ja. Aber. Keine Ahnung. Ach, guck mal, die ist nicht da. Nehmen wir den Bleistift. So. Benutze Lichtschalter. Mist. Meine Hände leuchten nicht im Dunkeln. Hände leuchten nicht im Dunkeln. In welchem Spiel kommt das denn vor? Bestimmt irgendein anderes Spiel, wo das vorkommt. Was in seinem Bleistift. Das heißt, ich kann wieder zu dem Schreibblock zurück.
Und dort ja durchdrücken lassen. Es geht abwärts. Juhu, ab geht's. Tschüss. Gleich. So, jetzt müssen wir wieder hier in den nächsten Raum, ne? Dann wieder hier rein. Ach nee, Quatsch. Ein weiter. Ein weiter. Ich muss ja zum Klunk. Dort war ja der. Ja, aber hier muss ich rein. Geh zur Tür. So, was haben wir denn hier? Ja, benutze Bleistift an Schreibblock. Ach, hey, mach das so einfach. Schreibtisch an Schreibtisch. Ah, das macht keinen Sinn. Naja, man kann halt kritzeln. Ich war hier. Ich war hier, ja. Ah, hör mal an. Sieht so aus, als ob es die Kombination für den Safe ist. Ich glaube, es stört niemanden, wenn ich diese Seite herausreiße. Was für ein Safe? Ah, da sind ein paar Nummern drauf gekritzelt. Was für ein Safe? Wir haben gerade einen Safe gefunden. Ja. Wollen wir hier einen Song Safe? Nein. Oder? Warte mal. Kann ich eigentlich bewegen, die Teile? Lässt sich nicht bewegen. Ja, wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber geht wahrscheinlich nicht. Da war ja dieses Plan, der hat nur weitergeholfen. Was bedienen konnte ich die kann ich bewegen. Bewege Schrank. Kann bewegen. Ah, das ist safe. Oh, das war anstrengend. Das ist ein Safe. Es ist zu. Dann öffne ihn nur einfach. Es ist verschlossen. Scheint nicht zu. Andersrum muss es gehen. Nutze das Stück Papier an Safe. Ah. Das ist der Trick. Der Trick hat nichts zu tun. Haben wir denn da? Jetzt kann man guck mal rein. Ich habe gerade einen Schlüssel für ein Vorhängeschloss und Pläne für irgendein Gerät gefunden. Vielleicht kann ich sie nochmal gut gebrauchen. Aha, haben wir jetzt hier. Die Silberfische haben sich schon gütlich daran getan. Das meiste davon ist unlesbar. Da steht was von Aufbewahrung des Paketes an einem anderen Ort, da es extrem flüchtig ist. Raketenplan. Benutze Raketen. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, ich habe noch einen Raketenplan, wie den hier. Taschenrakete. Das ist der Plan für Commander Rockets Taschenrakete. Sie kann bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und braucht dafür nur einen Liter Gas. Treibstoff. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Was machen wir damit? Prüfe. Ich habe das bei den Raketenplänen gefunden. Könnte das nicht dann so unsere Lösung sein? Ich glaube, ich hatte genügend Spaß. Mach da wieder zu, damit das keiner merkt. Beweg den wieder zurück. Ich glaube, ich hatte genügend Spaß. Wie das keiner merkt, dass wir hier gewesen sind, aber dir ist es offenbar egal. So, können wir jetzt damit zurück? Können wir jetzt damit diesen Prinzessin befreien? Mit dem Ding hier? Mit diesem Schlüssel? Ist ja so ein Schlüssel. Gucken, ob der passt. So. Gehe zum Notausgang. So. Ja, machen wir da mit dem Schlüssel mal los. Okay. Benutze Schlüssel für Vorhängeschluss. An Gefängnistür. Ich kann kein Schlüsselloch finden, wo das passt. Für Vorhängeschluss. Das war bei einem Nebengebäude. Das war draußen, dann kann man hier offenbar nichts weiter machen. Ja, die Prinzessin immer noch da fest. Ja, tut mir leid, aber ich muss immer offenbar in den Nebenraum, in das Nebengebäude gehen
Und dort will ich entsprechend das Ding finden, wahrscheinlich. So. Vielleicht ist da ein Gerät, um das zu öffnen oder so, diese Tür. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ich gehe jetzt mal raus. Und lass es das und bin mal gespannt. So. Gehen wir mal dahin. Der Hund ist leider noch nicht mehr. Aber es ist mir ein Schlüssel dafür. So, benutze Schlüssel für Feigenschloss an Feigenschloss. Ja, könnte vielleicht sinnvoll sein. Mal gucken, wo jetzt die landen. Er passt. Gut, was haben wir denn da? Öffne Box. Was haben wir da drin? Da ist was drin. Sieht aus wie ein mobiler Raketenantrieb. Mobiler Raketenantrieb? Das ist so ein experimenteller mobiler Raketenantrieb. Aber es ist kein Treibstoff mehr drin. Es ist kein Treibstoff drin. Es ist leer. Aha, man hat jetzt einen. Eben jetzt mobilen Raketenantrieb ohne Treibstoff. Was machen wir denn mit dem? Hat mir nicht so weitergeholfen. Was ist eigentlich dieses Dino-Vieh? Brauche ich doch auch sicherlich. Okay. Ja, hat mir nicht wirklich, bringt mir nicht wirklich weiter. Ach nee. Hallo? Ich bekomme keine Antwort. Ja, das ist klar. Es geht abwärts. Jetzt habe ich einen Raketenantrieb, wo soll ich den denn? Ohne Treibstoff vor allem. Was ist mit diesem Buch hier eigentlich? Nutze Schere? Eigentlich denn irgendwas aufschneiden? Hey, da ist ja ein Schlüssel drin. Ach, guck mal an. Es ist der Schlüssel aus dem Buch. Man kann einfach aufschneiden. Es ist offen. Ja, ich muss vorher drauf kommen können. Was ist das jetzt für ein Schlüssel? Keine Ahnung. Es ist der Schlüssel aus dem Buch. Passt der Flay bei der Prinzessin im Gefängnis rein? Das wäre ja lustig. Sogar, dass sie mit uns geschleppt haben, die Lösung. Sinngemäß. Benutze Schlüssel an Gefängnistür, ob das passt. Tatsächlich. Bitte sehr, Prinzessin. Du bist frei. Vielen Dank, Joe. Du hast mir das Leben gerettet. Hey, es ist noch nicht alles vorbei. Nui. Nennst du das einen Kuss? Nein, ui, ui! In der Zwischenzeit, wieder am Unglücksort. Ich hoffe, Joe ist nicht in die Klauen eines Dschungelbiests geraten. Es ist ja ganz lustig hier, aber vielleicht sollten wir doch mal einen Weg hier raussuchen. Ja, in der Tat, später. Sie haben die Sicherheitstüren geschlossen und den Alarm angestellt. Ich höre Schritte. Das müssen die Wächter sein. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, wenn wir mal rauskommen hier. Benutze Schalltafel. Ist logisch. Ah, mal sehen, ob ich den Code knacken kann. Nichts passiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Joe. Probier's nochmal. Mal sehen, ob ich den Code knacken kann. Nichts passiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Joe. Okay, dann rede mal mit ihr, aber alle hat die eine Idee. Keine Sorge, Azura. Ich bringe uns hier raus. Ich weiß, Joe. Unter dem Tisch verstecken. Vielleicht könnten wir uns hinter dem Tisch verstecken. Unter. Ich glaube nicht, dass wir beide da drunter passen. Wahrscheinlich werden sie uns da auch finden. Okay. Türcode rauszufinden, rauszukommen. Ich könnte es versuchen, den Türcode rauszubekommen. Das dauert Ewigkeiten. Und leider haben wir nicht so viel Zeit. Die Wächter
können jeden Augenblick hier sein. Oh. Mach dir keine Sorgen. Mir fällt schon was ein. Ganz bestimmt. Okay. Prüfe Lichtschalter. Sieh es an. Dann machen wir mal aus. Ein Licht ausmachen. So. Hä? Hey, lass das mal. Azura, das ist jetzt ernst. Und das auch. Was denn? Was soll man hier später? Und deswegen schwimmt der nordamerikanische Lachs flussaufwärts. Toll, Joe. Allerdings sollten wir jetzt mal hier rauskommen. Was haben die jetzt gemacht? Wo ist nochmal der Lichtschalter? Guck mal, was passiert. Da lasse ich lieber meine Finger von. Okay. Keine gute Idee. Da könnten Wächter sein. Geh zur Tür. Keine gute Idee. Da könnten Wächter sein. Wir können nirgends anders hin. Das ist das Telefon. Das ist ja einfach gewesen, wenn es funktionieren würde, wahrscheinlich. Ich hab immer so ein Glück. Es ist kaputt. Scheiße. Was machen wir jetzt hier? Entschuldigung. Ja, Joe? Mach dir keine Sorgen. Mir fällt schon was ein. Ganz bestimmt. Mir fällt doch was ein. Diese Schaufensterpuppen tragen Lederhosen. Aber die könnten nur Schlüssel sein. Benutze ich Schaufensterpuppen. Azura, ich habe eine Idee. Und das wäre? Zeige ich dir gleich. So. Ich habe überall gesucht. Wo verstecken die sich nur? Ist da jemand? Diese blöden Schaufensterpuppen sehen so echt aus. Ich bin schon so weit, dass ich glaube, dass sie echt sind. Sie müssen das Gebäude verlassen haben, bevor die Sicherheitstüren geschlossen wurden. Die werden nicht weit kommen. Aha. Das war knapp. Allerdings. In der Tat war es knapp. Und jetzt? So, jetzt müssen wir die Selbstsicherheitshalter benutzen. Ganz einfach. Mal sehen, ob ich den Code knacken kann. Ist aber erfolgt, hoffentlich. Hat er nicht? Nichts passiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Joe. Denk mal, hier ist gar keiner mehr. Alle sind rausgegangen. Alle draußen, niemand suchen. Entschuldigung. Ja, Joe. Hat sie jetzt einen Hinweis für uns? Ah, ja. Hast du den Wächter die Türcode eingeben sehen? Ich konnte es nicht genau sehen. Aber ich glaube, er hat den blauen Knopf gedrückt. Dann den roten, den grünen, den blauen und wieder den roten. Du hast ja ein tolles Gedächtnis. Danke, Jack. Ich bin Joe. Ja, was auch immer. Ja, der Name hat mit Namengedächtnis hast du da nicht so gut. Okay. Hier geht nicht. Guck das mal. Es hat geklappt. Jawohl. Gott sei Dank. Und jetzt nichts wie weg. Weg hier, ja. Okay. Wir müssen zu meinem Volk zurück. Nein, du gehst schon los. Und ich bleibe noch hier, um sicher zu gehen, dass uns keiner folgt. Sehr gut, Joe. Dann sehe ich dich bald wieder. So. Hier fertig, ja? Wir müssen noch hinterher, aber ich glaube, wir haben nichts weiter zu erledigen. Hoffentlich finde ich den Weg zu ihrem Haus.